Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Ni no Kuni. So, in der heutigen Folge werden wir wie besprochen das Monster in der Wüste bekämpfen und wir werden mit der Story weitermachen. So, jetzt muss ich hier mal kurz die Karte öffnen. Achso, jetzt bin ich hier komplett den falschen Weg zurückgelaufen. Ich möchte aber, bevor wir zurück in die Wüste gehen, würde ich gern hier noch einmal übernachten. Damit, Moment, hier ist das doch gewesen, nicht? Genau. So, damit ich mich hier nicht direkt am Anfang der Folge hier schon direkt in mein Verderben stürze. Das wäre natürlich nicht so toll. Ich werde jetzt hier mal schnell übernachten und euch dann auch rausschneiden. Gespeichert habe ich hier jetzt natürlich auch. Wunderbar. Dann können wir jetzt wieder hier raus. Und uns nach diesem Monster im Norden kümmern. Ne? Ich bin der Meinung, dass das Monster sich im Norden aufhält. Da werden wir jetzt hingehen. Aber ich denke, wir werden hier auch einen Stern auf der Karte zu sehen bekommen. Könnte ich mir doch irgendwie vorstellen. Ah ja, hier oben. Ne? Der blaue Punkt. Das wird er sein. Gut, ich laufe aber dann gerade in die falsche Richtung. Ich muss hier in diese Richtung. So, hallo, Mr. Banana Man. Alles gut. Jetzt habe ich den natürlich nicht von hinten erreicht, ne? So, der Funkenfakir ist wieder mit dabei. So, Moment. Lass mich erstmal hier loslegen. Die Wasserbombe direkt mal hier auf ihn. Da brauchst du auch nicht mit deiner Feuerschleuder. What the flip? Brauchst du mir gar nicht entgegenzukommen. Luffy, komm, den schaffst du. Komm, das bekommst, das schaffst du. Ja, komm, und nochmal. Und bam. Sehr gut. Nimm die Magiepunkte mit. Oh, ich hab sie nicht bekommen. Das ist nicht schön. Jetzt muss ich hier schon direkt mal die lindernde Hand einsetzen, um mich hier ein bisschen zu regenerieren. So, ja, sieht nämlich nicht so schön aus hier. Nee, das reicht. Okay. So. Ah. Aber dieser Gegner ist das aber nicht, ne? Der wird das nicht sein. Ich würde immer gerne da hochgehen. Wie kommt man denn da hoch? Bestimmt von hinten. Oder? Man wird bestimmt von hinten hier rumkommen. Moment, ich ruf mal. Achso, ja, der ist ja hier hinten um die Ecke. Dann sollte ich vielleicht auch hier entlang laufen. Ich glaube, die Sonne könnte mich jetzt angreifen. Ne, die hat scheinbar keinen Bock auf mich. Soll mir recht sein. So, wo ist dieses Monster? Hier vorne. Welches Monster ist es denn? Der Dickschädel? Lumpenschirm. Es könnte aber auch der Lumpenschirm sein. So, dann komm du erstmal. Genau, erstmal die Wasserbombe. Jetzt kommt der doch tatsächlich hier mit seiner Feuerschleuder noch zuerst an die Reihe. Da könnte ich doch was an mich kriegen. Hier. Was habe ich hier für eine Zustandsveränderung? Fluch. Ich habe die Fluchzustandsveränderung. Ne? Das ist sie. Sehr schön. Erledigt. So, ist das jetzt der Gegner, den wir hätten besiegen müssen? Ich habe mir den Namen jetzt gar nicht gemerkt. 49 Erfahrungspunkte, 31 Gulden. So, Moment. Ich möchte hier dann unbedingt. Bin ich denn noch verflucht? Das ist derzeit unnötig. Okay, finde ich gut. Wenn es unnötig ist, von mir aus. Nein, das hier ist das Monster. Ach so, ich muss das extra noch anwählen. Den Schädelsoldaten angreifen, aber sowas von. Aber, oh, Schädelsoldat ist nicht alleine. Alles klar. Luffy, komm du mal. Genau, greif erstmal hier diesen Dickschädel an. Oh, ich weiß nicht, ob Wichtel die bessere Wahl gewesen wäre. Komm, schneller. Sehr schön. Und nochmal angreifen. Abbrechen. Sehr gut. So, dann lass mal hier ihn an die Reihe. Und Dickschädel angreifen. 14, 13, 12. Sehr schön. Erledigt. Wunderbar. So, jetzt den Schmetterschlag. Bam. Okay. So, dann kommst du mal. Und die Wasserbombe. Fehlschlag? Achso, er.
Okay. So, Luffy. Dann darfst du jetzt mal Kieselregen einsetzen. Hätte ich vielleicht Feuer einsetzen sollen, ne? Dann hätte ich hier einen Verbündeten noch gehabt, wenn der konfus gewesen wäre. So, hier nochmal. Sehr schön, das schaffst du. Wunderbar, perfekt. Ich bin richtig stolz auf euch. Teamarbeit, das habt ihr alle richtig gut gemacht. Und Erfahrungspunkte sind es 90. Jawohl, Wichtel hat Stufe 16 erreicht. Sehr nice. Monsterjagd abgeschlossen, melde dich beim Auftragsexpress, um deine Belohnung zu erhalten. Ja, das werden wir auch tun. So, jetzt möchte ich aber erstmal hier noch ein bisschen was meinem Vertrauten hier geben. So, dann bekommst du hier erstmal eine Schokolade. Ja, dann bekommst du hier auch ein Pudding, bitteschön. Pudding, steigt die Verteidigung, die ist um 1 gestiegen, das freut mich sehr. Der magische Angriff, ja. Ja, wieso nicht? So, dann hier bitte auch noch ein Eisbecher. Die Pastete. Darfst du auch essen? Und ein Eis. Oh, die Flinkheit ist gestiegen. Hier, dann bekommst du noch ein Eis. Die Flinkheit darf sehr, sehr gerne steigen. Gut, hier nochmal die Pastete. Für die Genauigkeit. Wunderbar. Genauigkeit ist um 1 gestiegen. Dann, magische Verteidigung. Ne, dann lieber nochmal eine Schokolade für den Angriff. Ja, und noch eine Schokolade. Ja, wunderbar. Angriff steigt. Sehr schön. Gut. Dann mache ich hier mal mit dir gerade weiter. Dann hätten wir bei dir die Verteidigung. Dann bekommst du hier den leckeren Pudding. Dann steigt die Verteidigung hier auch. Der magische Angriff, der darf ebenfalls steigen. Schmetterschlag, ne? Die magische Verteidigung. Und die Genauigkeit ist bei ihm auch sehr wichtig. Hier noch eine Pastete. Oh, das hier scheint ein bisschen länger zu dauern, bis das dritte Herz in klein erscheint. Okay, ich gebe ihm nochmal eine Pastete für die Genauigkeit. Perfekt. Genauigkeit ist gestiegen. Die magische Verteidigung würde ich auch noch gern steigen. Perfekt. So, ein Herz habe ich aber jetzt noch keins. So, hier noch einmal für die Flinkheit. Ebenfalls sehr wichtig. Okay. Das scheint es dann jetzt erstmal gewesen zu sein. So, bei dir, mein Lieber, der magische Angriff. So, dann bekommst du hier mal ein Stück Kuchen. Ja, das ist doch schön. Hier noch ein Stück Kuchen. Für deinen magischen Angriff, ne? Super. Ein Pudding für die Verteidigung, denn auch die ist wichtig. Hier noch einen. Es hat aber gereicht. Das ist schön. Die magische Verteidigung mit dem Eisbecher. Ich bezweifle, dass ein Eisbecher reicht. Ja, dann bekommst du hier eben noch einen Eisbecher. Schon in Ordnung. Sehr schön. Und du hast ein kleines Herzchen. So. Dann müssen wir jetzt warten. Dann müssen wir jetzt warten, bis ihr nochmal ungesättigt seid. Okay. Hier unten müssen wir hin. Hallo? Wir können gerne gegeneinander kämpfen. Du hast doch bestimmt ziemlich viel Lust drauf. Oder ihr habt bestimmt ziemlich Lust darauf. Okay, ich werde meinen Wichtel einsetzen. Aussetzling. Nickerchen. So, wie kann ich jetzt meinen Wecker einsetzen? Wie soll das jetzt funktionieren? Ne? Ah. Das funktioniert irgendwie nicht, dass ich meinen Wecker hier einsetzen kann. 12, 13, 14... Komm, nochmal draufschlagen. Sehr schön. 7 Lebenspunkte nochmal mitgenommen. Und dann sollte ich mich gleich auch wieder heilen. Nicht, dass ich hier dann jetzt nochmal
böse überrascht werde. Das wäre nicht schön. Das ist nicht das, was wir wollen. 64 Gulden. 53, nee, das ist mir zu heikel, das möchte ich nicht. 89 ist nochmal was anderes, das kann man gerne so lassen. So, dann sprechen wir jetzt mal mit dem guten Mann. Bist du sicher, dass du... Ah, der kann hier durchlaufen, aber ich bin schneller als du. Schade, zu langsam. So, dann machen wir jetzt mal mit der Hauptstory weiter und sprechen mal mit dem guten Mann. Sie hat sich scheinbar wieder regeneriert. Du erhältst 10 Gulden. Das ist ja ein Ding. So, hier vorne. An der Ecke steht der, ne? Wo das blonde Mädchen da steht. Genau. Hallo. Excuse me, are you Mr. Rashad? Yes, I am. Mr. Rashad, sir, I need you to teach me magic. I need you to teach me the most powerful spells there are, so I can defeat Shadar. Defeat Shadar? You? Yes, sir. Your journey has been wasted. I no longer practice the magic arts. Huh? But why not? I thought you were one of the 4 great sages who knows everything there is to know about magic. It matters not what I was. I use magic no more. Is she... What do you want? Who are you? Jeepers. The poor thing's broken-hearted, looks like. Shadar stole a piece of her heart. It was my fault. I defied him, and to punish me, he did this. That is why I fight no longer. I cannot risk my child's life. I will not. We must accept our fate. And live out our days in peace. Mr. Rashad, sir, you're wrong. She wouldn't want this. She's not in pain because a piece of her heart was stolen. It's because you gave up fighting. Because you gave up on everything. That's why she's in pain. You are sure of this? Yes, I am. I see. I see now that you would say anything to enlist my aid. Huh? Begone! Leave us in peace. You're making a mistake. I wasn't trying to... Na super. Well, he wasn't wrong. It looks like Shadar's stolen a part of the poor Dab's heart. Then we have to help her. We have to make her heart whole again. Nah, looks like, I said. This is different. Huh? Her heart's not just broken, it's closed. Closed? What does that mean? It's like this, see? She's not just had a part of her heart stolen, she's closed it up tight too, to keep the rest safe, like. So, before we can think about replacing what's missing, we'll have to open it back up again, innit? And how do we do that? We go to Uwerworld. If we find whoever she's connected to by there, we can work out what's going on with her by here. So, we head over Uwerway and find her soulmate. All right. Let's do it. Righto, back to your world it is. Okay, und das können wir direkt von hier aus. Kann ich das hier direkt zaubern? Portalzauber wirken. Scheint zu funktionieren. Also, wo fangen wir an zu suchen? Du weißt noch, wie das geht, oder, Olli? Wir müssen die Gemeinsamkeiten aufspüren. Irgendwo hier gibt's jemanden, der unserer jungen Esther irgendwie ähnelt. Also, welche Mädchen fallen dir ein? Mädchen? Ich rede eigentlich nicht mit Mädchen. Meistens nur mit Philipp. Ja, Blix, das ist überhaupt nicht gut. Wie sollen wir das dann anstellen? Ich bin sicher, dass sie mich an jemanden erinnert. Kannst es aber nicht genau sagen, was? Egal. Wenn der Geist eine Pause braucht, müssen eben die Beinchen ran. Drehen wir mal eine Runde durch die Stadt und schauen, ob wir Esthers Seelenverwandte finden, ja? Okay, Tröpfchen, suchen wir dieses Mädchen. Okay, ich werde jetzt...
Ich wollte sagen, ich werde jetzt nicht die Minimap öffnen, um zu sehen, wo ich jetzt hier hin muss, denn dieses Gebiet ist ja nicht so groß. Ich werde jetzt hier einfach mal mit jemandem sprechen. Essen macht hungrig und Hunger macht durstig und Durst macht wieder hungrig. Beim Marktplatz hat ein neuer Imbiss aufgemacht. Scheint ein richtiger netter Laden zu sein. Okay, hier komme ich jetzt auch nicht weiter, ne? Das Spiel lässt mich hier nicht durch. Moment mal, gute Frau. Hallo Oliver, ich hoffe, du büffelst auch fleißig. Bloß nicht schwänzen, hörst du? Niemals. Niemals würde der gute Oliver schwänzen. So, das Mädchen scheint hier unten zu sein. Jetzt habe ich Schluck auf. Moment, ich möchte ganz langsam nach vorne. Jetzt dreht sich hier die Kamera von selbst. Mist, verdammt, das wollte ich vermeiden eigentlich. Hey, da fällt mir ein. Achso, nee, anders betont, super. Spuck's aus, Junge. Denkst gerne an Mädchen, stimmt's? Was? Nein, ich hab nur... Als ich Philipp in seiner Werkstatt besucht habe, war da dieses Mädchen. Sie hat uns immer von ihrem Fenster aus beobachtet. Stimmt. Von ihrem Fenster aus? Was? Klingt nach einem richtigen Mauerblümchen. Ja, schon. Es ist das Fenster da oben. Da ist sie tatsächlich. Oh, das ist sie, Tröpfchen. Mensch, Olli, wieso ist sie dir nicht gleich eingefallen? Die ist dir doch wie aus dem Gesicht geschnitten, Mann. Ja, Entschuldigung, aber für Ollis Verteidigung, ich habe an dieses Mädchen jetzt auch nicht mehr gedacht. Hä? Wem denn? Was denkst du denn, du Dödel? Der Tochter des Weisen natürlich, die offensichtlich ihre verflixte Seelenverwandte ist. Ist das wirklich so offenkundig? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du hast aber gute Augentröpfchen. Sie war ja nur ganz kurz am Fenster. Unterschätze niemals die Adleraugen einer Fee, mein Junge. Ich könnte ein Staubkorn auf einer Nadelspitze erkennen. Jawohl. Egal, sie ist es. Kein Zweifel. Wir müssen uns den Weg in ihr Zimmer bahnen. Okay. Super, und dann bekommen wir noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Ja, das ist ja richtig super. Aber laut der Minimap kommen wir dorthin. Wir kommen scheinbar in ihr Haus. Dann lasst mal sehen. Hier ist der gute Hund, den kennen wir. So, und ihre Eltern, die sagen jetzt auch nichts, wenn wir einfach so hier in dieses Haus reinspazieren. Ich werde hier erstmal die Umgebung hier abchecken, aber hier... Die Umgebung ist nicht so groß, ich komme da nirgendwo hin. Hier komme ich aber auch nicht entlang, oder? Alles klar. Ah, oh, finde ich so schön hier vorne. Hat keinen Zweck. Keiner macht auf. Stimmt etwas nicht, mein Lieber? Es ist niemand zu Hause, musst du wissen. Ich muss mit dem Mädchen sprechen, das hier wohnt. Bist du ein Freund von Myrtle? Oh, du Ärmster. Du machst dir sicher große Sorgen um sie. Hä? Meine Güte, du weißt gar nicht Bescheid? Also, unter uns gesagt, Myrtles Familie macht schwierige Zeiten durch. Wieso denn? Ihr Vater arbeitet Tag aus, Tag ein. Immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Er ist kaum noch zu Hause. So eine Schande. Rusty war immer ein so liebevoller Vater. Aber irgendetwas ist ihm zugestoßen. Er hat sich verändert. Manchmal kann ich sein Brüllen durch die Wände hören. Ich weiß nicht, wie die arme Betty damit zurechtkommt. Und die arme kleine Myrtle erst. So eine Schande. Betty ist... Rustys Frau. Genau. Und sie steht immer noch zu ihm. Wie am ersten Tag. Ach, das hier ist so ein richtiges Dorf, ne? Da wissen die Nachbarn... Besser Bescheid als jeder andere Mensch. Erst heute Morgen habe ich gehört, wie sie ihm versprochen hat, ihm sein Mittagessen in die Werkstatt zu bringen. Und sie bereitet diese Sandwiches mit so viel Liebe zu. Es bricht einem das Herz. Mir kommen schon die Tränen, wenn ich nur daran denke. Solch eine gute Seele, die arme Betty. Ich würde diesem Rusty Wagner gerne mal die Meinung geigen. Oje. Oh, aber ich... Schwatze schon wieder zu viel. Hört nicht auf mich, Schatz. Ich bin nur ein verrücktes altes Weib. Das glaube ich aufs Wort. Grüß Myrtle von mir, ja? Verdammt mich! Bei den Wagners hängt der Haussegen wohl. Ganz schön schief, was? Tröpfchen,
Wir können sie nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir müssen ihr helfen. Wir müssen Myrtle helfen. Leichter gesagt als getan, Olli. Sie kommt nicht auf den Plausch raus und wir kommen nicht rein. Es sei denn, wir zaubern die Tür auf. Das wäre Einbruch. Du hast recht. Wir sollten die Tür mit Magie öffnen. Super. Nur, ich weiß nicht, wie das geht. Nur, ich kann da rein und mit ihr reden. Bist du sicher, dass du das machen willst, Junge? Als meine Mama gestorben ist. Wenn du mich nicht in deine Welt mitgenommen hättest, als ich dachte, ich sei ganz allein. Wenn du mir nicht geholfen hättest, wäre ich jetzt immer noch alleine. Darum müssen wir Myrtle helfen. Wenn wir das nicht tun, wird sie dazu verdammt sein, immer nur aus dem Fenster zu schauen. Ganz allein. Na gut, das ist ja wohl ein ausreichender Anlass für einen kleinen Einbruch, denke ich. Lass uns reingehen. Okay, Tröpfchen. Okay, ich glaube, ich habe das irgendwie falsch vorgelesen. Ich habe doch irgendwie vorgelesen, dass er das nicht kann. Ich glaube, das ist nicht so ganz richtig gewesen. Gut, dann Schloss öffnen. Nichts passiert. Okay. Was tun wir denn? Eis ist Kälte. Friert Gegner und Gegenstände ein. Kann auch benutzt werden, um Feuer zu löschen. Kann ich die Milch damit kalt machen? Ach Mann, das muss ich nochmal probieren. Die Dame, mit der wir gerade geredet haben. Und die bei dir in der Nähe, Mann? Hab die noch nie gesehen. Aber ich war halt auch die ganze Zeit eine Puppe. Ja, super. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ich schätze, mit ein bisschen Magie kriegst du die Tür auf, Olli. Du weißt, welchen Zauber ich meine, nicht wahr? Öffne Türen und so. Schloss öffnen? Ah, jetzt geht's. Jetzt hat's funktioniert. Hallo, Mora. Nanu, sie geht nicht auf. Hä? Das ist aber komisch. So ein billiges Schloss sollte eigentlich kein Problem sein. Ja. Was ist los, Tröpfchen? Es liegt an der Tür, Junge. Eine böse Macht beschützt sie. Dein Zauber ist nicht verpufft. Die böse Macht hat ihn gekontert. Gekontert? Oh nein. Das muss das Mädel sein, nicht? Sie ist immerhin die Seelenverwandte der Tochter eines Waisen. Glaubst du? Und was machen wir jetzt? Ich kann dir sagen, was wir nicht machen. Versuchen, zur Haustür reinzukommen, ist eh nicht nett. Bei fremden Leuten einfach so reinzuschneien. Ach, was du nicht sagst. Du hast recht. Ich denke, wir müssen einen anderen Weg finden. Vielleicht ans Fenster gehen und pfeifen, damit sie nochmal ans Fenster kommt und versuchen, mit ihr zu reden oder Steine reinzuwerfen. Ich meine, ja, Sachbeschädigung ist jetzt auch nicht so toll, aber hey, von der haben wir doch den Zauberstab damals bekommen. Das war... Pia! Hey, vielleicht... Pia? Heißt die wirklich so? Haben wir ihren Namen damals erfahren? Ich habe den Namen nämlich gar nicht notiert. Nanu, was ist los, Olli? Vielleicht weiß Pia etwas darüber. Oi, was geht denn hier ab, verflixt? Ja, dieses Mädchen kennen wir aber tatsächlich. Oliver, du musst da rein. Ja, aber wie denn? Moment mal, was ich jetzt auch mal ausprobieren möchte, ist Medium zaubern. Nichts passiert. Ich glaube, sie ist nämlich auch ein Geist, ne? Okay. Sie ist offen. Wie zum... Hast du einen anderen Zauber benutzt, oder was? Nein, ich war das gar nicht. Es war Pia. Und jetzt ist sie wieder weg. Hä? Wo ist sie hin? Nicht so wichtig, dann mal rein, oder? Da oben ist schließlich ein Fräulein in Nöten, Junge. Who are you? My name's Oliver. Don't worry, I'm not crazy. I'm a kid from right here in Motorville. Just like you. I know. I've seen you. You have? I'm sick. I can't leave this room. If I go outside, it hurts. So all I can do is look out at the world from my window. That's why they call us Steady Mary. Shh! Don't worry, man. No one can hear me but you. I can talk as loud as I want! Yes, that's why they call me Steady Mary. Huh? Tricky! Can she hear me? That's what they call me around here.
But you knew that already, huh? I bet you think I'm weird, don't you? No, I don't. It's okay. I don't mind. You should go before my father comes home. Oi, come here a sec. This is proper weird. I've looked as hard as I know how, but she doesn't seem sick at all. She's as fit as a fiddle, in fact. You mean you can tell? I'm Lord High Lord of the Fairies, and of course I can tell. So what is wrong with her? Well, whatever sickness she had might be gone, but something still got a hold over the poor dab. Hmm. What is it? Oh, nothing. I'm gonna come see you again. Okay, Myrtle? Huh? Well, if you can't leave your room, I'll come to you instead. That way we can be friends. How does that sound? Oliver... You can't. Huh? My father won't allow it. You should leave. But Myrtle... Eine Krankheit sollte sie denn haben? Ist sie vielleicht irgendwie gegen die Sonne allergisch oder was? Es ist genauso, wie du gesagt hast, Röpfchen. Man könnte fast meinen, Myrtle und Esther wären ein und dieselbe Person. Sag ich doch, oder? Könnten Zwillinge sein, Mann. Ich wusste, dass sie Seelenverwandte sind, gleich als ich sie das erste Mal gesehen habe. Aber sie hat kein gebrochenes Herz. Etwas anderes verhindert, dass es ihr besser geht. Es sind sicher ihre Eltern. Ihre Familie ist... Wenn man der Klatschtante glauben will, ja. Ihre Eltern scheinen sich ein bisschen in den Haaren zu liegen. Wollen wir uns wirklich in so eine Familiensache reinziehen lassen, Olli? Das vielleicht nicht, aber wir müssen Myrtle helfen. Familie ist wichtig. Das Wichtigste überhaupt. Tja, wenn du es so sagst. Na gut, helfen wir dem armen Mädel. Auf zu Rustys Werkstatt. Gehen wir, Tröpfchen. Zu Rustys Werkstatt? Und was tun wir dort genau? Aber okay. Hier sind wir ja damals gewesen, ne? Wegen den Ratten und so. Das muss Rustys Werkstatt sein. Ich habe ein ganz komisches Kribbeln in der Laterne. Du solltest wirklich gut vorbereitet sein, bevor du da reingehst. Okay, Tröpfchen. Kann ich hier... Ja, natürlich kann ich hier Magie anwenden. Muss nur aufpassen, dass die Muggel mich nicht sehen. Sonst kommen die Dementoren. Oh, böse Magie. Sehe ich da. Das muss Rustys Werkstatt sein, was, Olli? Und das da drüben muss er selber sein. Ich denke, ja. Entschuldigen Sie bitte. Sind Sie Myrtles Vater? Ich wollte Sie etwas fragen. Siehst du nicht, dass ich arbeite? Zieh Leine, Rotzlöffel. Oh, was schwirrt denn da um ihn rum? Nee, das kann nicht sein. Oh, und die Betty wird er auch nicht gut behandeln. Ne, so hieß doch die Mutter von Myrtle. Schatz, ich habe dir dein Essen gebracht. Immer dieselbe Leier. Ich hab keinen Hunger. Aber Schatz, wenn du nichts isst, wirst du noch krank. Ich hab gesagt, ich hab keinen Hunger! Oh Mann. Ich denke, eigentlich ist das ein ganz lieber Kerl, aber die Magie, von die er beeinflusst wird, ist nicht gut. Okay, Schatz, aber gib auf dich Acht, bitte. Ach, die Arme, die tut mir so leid. Das war also Myrtles Mutter, hm? Du auch? Verschwinde, bevor ich dich rauswerfe. Aber ich... Okay, Tröpfchen, was können wir tun? Verdammt! Sieh dir seine Augen an! Sein Herz ist total kaputt! Ja, seine Augen sind rot, das ist mir eben auch aufgefallen. Sein Herz ist gebrochen. Aber er ist nicht aus deiner Welt, Tröpfchen.
Darüber können wir uns später noch den Kopf zerbrechen. Jetzt wissen wir, was das Problem ist. Wir müssen Rustys gebrochenes Herz flicken, okay? Ich denke schon. Keine Sorge, Herr Wagner. Wir werden sie retten. Ah! Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Ein verflixter Albtraum. Da haben wir den Salat. Ein Albtraum? Du meinst sowas wie ein böser Traum? Nee, Mann! Viel schlimmer! Albträume sind böse Geister, die sich über Leute mit gebrochenen Herzen hermachen. Siehst du den schwarzen Nebel? Daran erkennst du die. Naja, das ist eigentlich mehr lila als schwarz. Okay, doch, schwarz-lila. Okay, du könntest recht haben, Tröpfchen. Entschuldig. Verdammt! Der Nebel wird dunkler. Das kann nur eins bedeuten. Und zwar nichts Gutes. Wow. In welche Welt sind wir denn jetzt gebracht worden? Rustys Albtraum ohne jede Güte. Oh, okay, ein Bosskampf. Alles klar. Ich setz mal hier meine Sprossfee ein mit der Wasserbombe. Wow. Entschuldigt bitte. So, jetzt angreifen, Wichtel. Komm schon. Okay, dann müssen wir ihn jetzt reinschicken. Oh, ich wurde vergiftet. Das ist nicht gut. Abbrechen. Du musst jetzt hier ran. Zaubern. Lindernde Hand. Oh, oh, schwarze Speere. Oh, nicht gut. Oh, Feierabend. Nein, ich bin mit Oliver hier draußen. Zaubern. Lindernde Hand. Oh, das ist nicht dein Ernst, oder? Oh, ich muss zaubern. Lindernde Hand. Okay. Okay. Komm schon. Mein Freund Wichtel. Schmetterschlag. Okay. Vergiftet. Von mir aus. So, nochmal angreifen. So, und Olli nochmal reinnehmen. Zaubern. Ich habe keine MP mehr. Super. Ich hätte mich jetzt mal gerne in Feuerball geworfen. Alles klar. Laffy. Du musst an die Reihe. Oh, Feierabend. Aufpassen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Olli? Oh, nein. Ich glaube, wir können nicht mehr zaubern. Verdammt. Game over. 20. Verflixt. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass ich hier jetzt direkt in den Bosskampf reinkomme, dann hätte ich hier vielleicht dann auch meine MP aufgeladen. Kieselregen. Hatte aber keine Wirkung. Alles klar. Oh, oh, aufpassen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. So, komm du rein. Genau, Wichtel. Ich sollte hier meine MP für meine Heilung aufheben. Blind. Oh, nee. Das ist für ihn jetzt nicht so doll. So, Zauber. Feuerball. Okay. Sehr schön. Dann Eiseskälte. Oh, jetzt ging das daneben, oder was? Okay. Jetzt kann ich zaubern, lindernde Hand. Okay. Dann muss hier meine Fee rein. Wasserbombe. Sehr schön. Ausweichen. Wasserbombe. Perfekt. Ah, bin ich noch blind? Auch 20. Ja, ich bin noch blind. Ich muss Oliver wieder mit reinnehmen. Zaubern. Feuerball. Dann Eiseskälte. 27. Okay. Wir sind noch blind. Nee, Oliver, bleib du mal noch drin. Benutzt du noch mal ruhig den Feuerball. Wow. Okay, und nochmal Feuerball. Ja, auch wenn es nur 21 sind, aber besser als nicht. Aber ich bin nicht mehr blind. Mein Wichtel, greif du an.
Nicht erblinden, bitte nicht erblinden. Ich bin nicht blind. Sehr schön. Aber... Ah, er schmeißt gerade eine grüne Kugel. Komm schon. Okay, nee, das wird mir zu heikel jetzt. So, und jetzt Oliver. Zaubern. Lindernde Hand. Schneller. Sehr schön. Wichtel. Du musst nochmal angreifen. Schmetterschlag von mir aus. Sehr gut. Und angreifen. So. Komm schon. Das wird... Oh, nein. Bitte nicht vergiften. Oh, nein. Greif an. Wir haben ihn gleich. Ja. Perfekt. Wir haben den bösen Geist erledigt. Das habt ihr alle gut gemacht. Jawohl. Spross hat Stufe 15 erreicht und Oliver Stufe 16. 320 Gulden. Noch besser. Aber eine neue Fähigkeit haben wir jetzt nicht gelernt. Schatz! Betty, bleib weg von mir. Sein Herz ist immer noch gebrochen. Natürlich, wir haben nur den Albtraum besiegt, Junge. Sein Herz zu heilen ist wieder eine andere Geschichte. Tröpfchen, diese Albträume, was genau sind die denn? Nu, sie sind ein bisschen so wie Kreaturen, aber sie entstehen aus gebrochenen Herzen. Die krallen sich dann fest und ergreifen von den Leuten Besitz, verstehst du? Und Shadar steckt auch hinter den Albträumen? Sieh ihn dir doch an, Olli. Er und Rashid gleichen sich wie ein Ei dem anderen, oder nicht? Shadar hat drüben in unserer Welt Rashid unter seine Fuchtel gebracht, indem er seinen Seelenverwandten hier in deiner Welt angegriffen hat. Das ist ja schrecklich. Jetzt greift er auch noch Leute in meiner Welt an. Sieht so aus, nicht? Und wenn wir sein Herz nicht heilen, fällt er vielleicht in einem anderen Albtraum zum Opfer. Wir müssen das in Ordnung bringen, Olli. Du hast gesehen, wie er früher war, oder? Ist ganz klar, dem fehlt eine Riesenportion Güte. Güte? Mal was anderes. Genau. Fällt dir jemand ein, der vor Güte nur so strotzt, Olli? Dem sie aus den Ohren rausfließt, wie Milch und Honig? Vielleicht, der guten Layla. Eine richtig gütige Person, hm? Schatz, oh mein Schatz, geht es dir gut? Bitte sag doch was. Sie wird es sein, die zu viel Güte hat, natürlich. Tja, manchmal taucht das, wonach du suchst, direkt vor deiner Nase auf. So ein Glücksfall. Sieht so aus. Gut, dann sprechen wir sie an und fragen sie, ob sie sich bereit erklärt, uns etwas Güte für ihren Mann zu überreichen. Entschuldigen Sie bitte. Oh, du bist doch Alice's Sohn. Ja, das stimmt. Ich muss Sie etwas fragen. Frau Wagner, dürfte ich etwas von Ihrer Güte borgen? Wie? Tut mir leid. Ich verstehe nicht ganz. Damit kann ich Herrn Wagner helfen. Ich bitte, ich brauche Sie, um ihm zu helfen. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, wovon du da redest. Aber wenn auch nur eine winzige Chance besteht, dass es meinem Mann helfen könnte, dann will ich es tun. Vielen Dank, Frau Wagner. Okay, dann wollen wir Herz empfangen. Frau Wagner, so hieß meine Lehrerin aus der Grundschule. Diese Frau, die war so unfassbar toll. Das wohlig warme Geschenk der Großzügigkeit. Du hast Güte erhalten. In einem schönen Blau. Was hast du getan? Ich fühle eine solche Wärme in mir. Schick, es hat also geklappt. Und jetzt, sei ein braver Junge und hilf Rossi damit. Okay. Gut, dann gehen wir mal hier zu Rusty. Und klicken auf Herz schenken. Okay, nee, ich muss ihn erst ansprechen, damit das funktioniert. Anders wird das wohl nichts. Betty, lass mich einfach in Ruhe, ja? Mach schon, Mann, beeil dich! Gib ihm die Güte, bevor wir es mit noch einem Albtraum zu tun bekommen. Oh, okay. Okay, Herz schenken. So, hier hast du etwas Güte.
Oh, was machst du? Schatz. Oh, Schatz. Betty, was mache ich hier? Hast du dir die Haare machen lassen? Oh, Rusty. Du siehst aber auch ziemlich gut aus, Schatz. Schick, es hat geklappt. Ah, die Freuden der Ehre, was? Das ist schön. Entschuldigen Sie. Hey, was soll das denn? Kannst doch nicht so einfach dazwischen quaken. Lassen wir die beiden in Ruhe und erzählen wir Myrtle, dass ihre Eltern sich wieder verstehen, ja? Da hast du wohl recht. Gehen wir. Genau. Dann wollen wir mal. Lassen Sie uns einfach gehen. Ja. Oh, schaut mal, wie ich hier in meiner Welt in Motorville hier rumspringe. Juhu. Okay. Dann lasst uns mal mit Myrtle sprechen. Oliver, what is it? Well, if my father sees you, he'll... Myrtle, come with me. Huh? You can go outside now. You're not sick anymore. I can't, Oliver. Just thinking about going out there gives me goosebumps. Myrtle. Oh. Go on out and play, Myrtle. But, Father. Sweetheart, I'm so sorry. I don't know what happened to me. I wasn't there when you were sick, when you needed me, and I was fighting with your mother the whole time. I guess maybe the thing that was keeping you closed up in here, maybe it was me. Father. You were scared somewhere deep down that if you went away, even for a little while, your mother and I would lose the one thing keeping us together. That we wouldn't be a family anymore. I'm right, aren't I? That's why you... Why you were... Something deep inside you wouldn't let you leave the house. Father, I... It's all right, sweetheart. Your mother and I... It's gonna be okay. Father! Please, Myrtle. Please forgive me. Oh, I do. Daddy, I do. Are those tears, Bunting? Huh? No, ja, mit dem Hut. So much for you being honest. Oliver? Hm? I'm going to try. I'm going to go outside. Will you come with me? Myrtle. Beautiful. Oliver, thank you so much. Also, ich musste ja so schmunzeln, wie ich gesehen habe, wie Tröpfchen den Hut da aufgesetzt hat und dann noch so über die Ecke geschaut hat, aber ich wollte jetzt nicht dazwischen babbeln, aber das hat schon richtig funny ausgesehen. Ich freue mich so für dich, Myrtle. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Oliver. Ab jetzt gehe ich jeden Tag raus. Ich werde wieder zur Schule gehen und Leute kennenlernen und Kleider kaufen. Es ist schon seltsam. Ich hatte solche Angst davor, rauszukommen. Aber jetzt fühle ich mich mutig. Ich habe das Gefühl, alles tun zu können. Hör dir das an, Junge. Plötzlich hat sie mehr Mut, als man sich vorstellen kann. Ich kann es sogar von hier drüben spüren. Das stimmt, Tröpfchen. In Al-Kuwait gibt es jemanden, der etwas von diesem Mut gebrauchen könnte. Gut mitgedacht, Olli.
Ein Tropfen von Myrtles frischem Mut ist genau das, was wir brauchen, um Esthers Heilung anzukurbeln. Was ist los, Oliver? Myrtle? Ich kenne ein Mädchen, das dir sehr ähnlich ist. Und sie hat es gerade sehr schwer. Hm? Du bist so mutig und ich wollte dich fragen, ob du diesem Mädchen etwas von deinem Mut abgeben würdest, um ihm zu helfen, um ihr zu helfen und seiner Familie? Natürlich, aber wie stellen wir das an? Mit Magie. Und ich kenne genau den richtigen Zauber dafür. Magie? Du bist ein interessanter Junge, Oliver. Aber okay, leg los. Gut, mach die Augen zu. So? Okay, und Herz empfangen. Danke, Myrtle. Genau, wir zeigen einfach jedem, dass wir zaubern können. Und die stark und standhafte Kraft der Kühnheit. Du hast Mut erhalten. Es fühlt sich warm an. Mein Herz ist so warm. Das bedeutet, dass der Zauber geklappt hat. Vielen Dank, Myrtle. Jetzt kann ich meiner Freundin endlich helfen. Das freut mich. Alles klar, Olli. Wir sollten etwas Mut ausliefern, was? Dann mal los. In Ordnung. Myrtle, ich muss jetzt gehen. Grüß deine Freundin von mir, okay, Oliver? Ich hoffe, dass es ihr bald besser geht. Danke, Myrtle. Das werde ich. Bis bald, Oliver. Bis bald, Familie Wagner. Vielen lieben Dank, Oliver. Ich fühle mich, als könnte ich tun, was ich will. Ja, das darfst du jetzt auch. Okay, so, dann zaubern wir mal und gehen zurück in unsere Welt oder in die Welt von Tröpfchen vielmehr. Portal. Portalzauber wirken. Yes. Okay, da kommt jetzt gar kein Dialog hier. Okay, dann wollen wir hier mal ein bisschen Mut verteilen an Esther, ne? So, oh, Oliver, schau dir mal den Jungen hier an. Also wenn du eines Tages auch mal so schnell rennen kannst, ich würde das so begrüßen, wirklich. Okay. So, dann werde ich jetzt mal mit ihr sprechen. Hier ist sie. Oliver. Wie? Ja, wir haben ja gar nicht gesagt, dass wir Oliver heißen, ne? Das hat mit der Seelenverwandtschaft zu tun aus der anderen Welt. Schick, genau wie ich es mir dachte. Wir haben ihr Herz wieder geöffnet. Jetzt kannst du es für sie heilen. Keine Sorge, das dauert nur einen Moment. Ich gebe dir Myrtles Mut, okay? Yep, ihr Herz ist offen wie ein Scheunetor. Knall einfach den Mut rein und die Sache ist erledigt. Okay, und Herz schenken. Mut, bitteschön. What is this? Where am I? What happened? It was Shadar. He stole a piece of your heart. My heart? Is it you, Esther? Is it really you? Oh, my dear daughter. Father. Oh, forgive me, my child. You were robbed of your courage. But I have only myself to blame for the loss of my own. Oliver, it is you who taught me this. You have my thanks. You're welcome, Mr. Rashad. I will join you in the fight against Shadar. The day will soon come when the clarion rings out across the land once more. The clarion? Oh, it's an old story from way back, that is, back when the world was at peace, like. The three kings of our world combined their skills and knowledge to create a flute that symbolized the great peace. The sound of this flute came to represent the unity of the nations of the world. How long is it now since the call of the clarion was heard? Not since the three kings got into a right old potch and fell out, I heard.
it's up to us. The clarion will ring out again and we will be the ones to play it. Very well, Doctor. Let us do our best. Let us help Oliver in his fight. Thank you so much, Mr. Rashad, sir. Bitte nimm mich mit, Oliver. Ich will dir dabei helfen, Shaddad zu besiegen. Hä? Oh. Ja, wenn das geht. Ich dachte, ich kann nur Feen mitnehmen, aber... ja, ich habe zwar keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber okay, komm mit. Gar kein Thema, Esther. Ich habe auch so einen Vertrauten wie du, der mir zur Seite steht. Hier. Oh, zeig mal. Ah. Okay. Wow, du kannst auch mit Vertrauten kämpfen, Esther? Das kann sie. Esther ist sehr geschickt darin, Vertraute zu trainieren und einzusetzen. Sie ist also mehr eine Vertrautenhüterin als eine Zauberin, oder? Auch gut, immer praktisch, so jemanden dabei zu haben. Ach, das hat Tröpfchen jetzt gesagt. Oh, ich habe den falsch betont, entschuldigt. Das ist mein Bräuler. Sie heißt... Übereinige. Sag Hallo, Übereinige. Esther und ihr Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Tatsächlich. Schick, das wäre geklärt. Dann mal zur Sache. Du weißt, warum Oliver hier ist. Stimmt's, Rashid? Tröpfchen. Das weiß ich. Du willst die Künste der Weisen erlernen, oder nicht? Ja. Dann wirst du diese Zauber benötigen. Oh, ich bekomme jetzt neue Seiten. Drahtzieher. Okay, bewege Steine und Statuen wie Marionetten. Interesting. Noch ein Zauber, geheime Zutat. Okay, bereite eine Vielzahl leckerer Spezialitäten zu. Ich kann jetzt anfangen zu kochen, oder was? Noch ein Zauber, magisches Licht, erhelle selbst die finsteren Winkel. Ja, das ist ja nice. Schockwelle. Schleudere deinen Gegner eine Welle reiner Energie entgegen. Auch das ist in Ordnung. Wow, vielen, vielen Dank. Danke, Herr Rashid. Es freut mich, dass es dir nicht an der benötigten Entschlossenheit mangelt. Schließlich bist du aus einer anderen Welt hierher gereist, um dich Shaddad zu stellen. Das wussten sie? Dass ich aus einer anderen Welt komme, meine ich? Deine Taten haben mir deine Herkunft enthüllt. Du hast Esther geheilt, was mir nicht möglich war. Daraus habe ich geschlossen, dass du ihrer Seelenverwandten in der anderen Welt geholfen haben musst. Und nur jemand, der aus dieser anderen Welt stammt, konnte dies vollbringen. Wow, Oliver ist also aus einer der anderen Welten, von denen du mir erzählt hast, Vater? Und er hat mich gerettet? Ja, es ist seltsam. Es kommt mir so vor, als wäre ich dir in einem Traum begegnet. Oliver, es scheint Dinge zu geben, die nur jemand wie du vollbringen kann. Du kannst unserer Welt vielleicht helfen. Ich werde dich dabei unterstützen. Vielen Dank. Ich werde sie nicht enttäuschen. Ich werde Shaddad besiegen. Vielleicht, aber du musst noch viel lernen. Solange du die magischen Künste nicht perfekt beherrschst, besteht für dich keine Hoffnung, ihn zu besiegen. Die vier großen Weisen konnten den dunklen Djinn nicht besiegen. Ein einfacher Junge benötigt mehr als nur Enthusiasmus, um dies zu bewerkstelligen. Was meinst du? Er wird binnen kürzester Zeit eine Mordsladung Erfahrung scheffeln müssen, oder? Das muss er in der Tat. Erfahrung, die er durch die Prüfungen der Weisen erlangen kann. Oliver, du musst dich ihnen stellen. Prüfungen? Wo muss ich diese Prüfungen machen? Im Norden, der Wüste. Im Tempel der Prüfungen. Im Tempel der Prüfungen, du meinst? Genau, die Heimstatt des überragenden Weisen, des Meisters der Vertrauten. Auch du hast noch viel zu lernen, Esther. Nur wer den Segen des überragenden Weisen hat, darf die Tore des Tempels öffnen. Ich werde euch begleiten. Danke, Vater. Du wirst die Prüfung meistern, Oliver. Das weiß ich einfach. Danke, Esther. Und danke, Herr Rashid. Rashid reist jetzt mit euch. Okay. Ja, dann komm doch mit. Ich werde nur vermutlich ein bisschen überfordert sein, weil wir so viele Leute jetzt sind, aber kommt alle einfach nur mit.
Okay. Oh, schaut mal. Esther ist hier unten mit abgebildet. Da ist noch ein Bildchen mit dabei. Okay. Das hier wird ja jetzt interessant. Ich verstehe. Ah, dann kommt hier noch jemand Drittes noch mit hinzu. So, dann muss ich dir ja jetzt auch Leckerlis geben und so. Okay, ich bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Okay. Gut. Dann werde ich hier erstmal hier rausgehen. Und werde erstmal an dieser Stelle die Folge beenden. Und ich traue mich jetzt gar nicht hier jetzt. Ich werde noch mit euch zusammen rauslaufen müssen. Ah, schaut mal. Zu dritt sind wir jetzt hier und laufen hier durch die Gegend. Ja, sehr nice. Oh, jetzt passiert hier irgendwas. Oh, das ist jetzt eigentlich nicht meine Absicht gewesen, denn ich wollte jetzt eigentlich an dieser Stelle die Folge beenden. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich aus IQ weit rauskomme, Oliver. Haha, und es scheint dir zu gefallen. Esther, der Zweck dieser Reise ist es, die Prüfungen abzulegen. Da hast du recht, Mann. Das hier ist doch keine verflixte Vergnügungsreise. Na los, Beeilung! Schon gut, schon gut. Du gehst voraus. Das höre ich gern. Na dann, los geht's. Warte mal. Hat der Sand sich da drüben gerade bewegt? Oh ja, Mann. Das ist ein Monster, oder? Alles klar, Oli. Weil du jetzt gemeinsam mit Esther kämpfen wirst, sollte ich dir besser ein paar neue Kniffe beibringen, was? Seid ihr zwei bereit? Ja. Okay. Tutorial. Jetzt werden wir sehen, wie das funktioniert. Entschuldigt, ich musste gerade aufstoßen. Okay, alles klar. Tutorial. Dann fangen wir mal an. Jetzt können du und Esther zusammen kämpfen. Doppelt gemoppelt. Schick. Wo ihr nun zwei seid, kannst du bei Kampfbeginn mit L1 oder R1 festlegen, wer das Sagen hat. Probier's einfach mal aus, ja? Ach schon, wähl Esther aus. Okay. Ah. Okay. Interessant. So, und dann klicke ich hier drauf. Sie hat jetzt das Sagen. Ja, also sie nimmt jetzt hier die Oberhand und so. Jetzt hat Esther das Kommando, siehst du? Sie ist jetzt das, was wir Anführer nennen. Und der Anführer kann alle rumkommandieren. Siehst du, den Taktikbefehl da unten? Ja, den sehe ich. Ja, habe ich gesehen. Damit kannst du deinen Kumpel sagen, was sie zu tun haben. Kinderleicht. Um im Kampf den Anführer zu wechseln, drückst du L1 und gleich darauf Steuerkreuz hoch oder runter. Dann mal los, ihr zwei Helden. Zeigt, was ihr auf dem Kasten habt. Okay, Taktik. Eigenständig. Voller Einsatz, Unterstützung, heilen, keine Tricks, nichts tun. Okay, ich lasse das mal bei eigenständig. Schnitter, damit fängt er jetzt direkt schon mal an. Ah, Schnitter geht auf alle Gegner. Ich meine da irgendwie mal was gelesen zu haben. So, nein, ich muss hier... Ah, und dann könnte ich jetzt nochmal hier unten hin, ja? Ah, ich verstehe, alles klar. Aber nee, ich möchte hier mit ihr spielen. So, dann... Genau. Und dann greifst du den mal an. Okay, ist jetzt nicht so viel. Was für ein Dings bist du eigentlich? Du bist Element Mond, okay. So, super erledigt, aber das hat Oliver getan. Okay, dann können wir jetzt hier auch so den Wecker einsetzen und so. Alles klar, ich verstehe. Das wird nur ein bisschen dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. So, 74 Gulden. So, Luffy hat Stufe 16 erreicht. Luffy erlernt einen Trick, tolle Rolle. Sehr schön. Gut gemacht, Oliver. Deine magischen Fähigkeiten sind wahrscheinlich wahrlich beeindruckend. Genau wie dein Geschick im Umgang mit deinem Vertrauten. Tochter? Hehe, ich tue mein Bestes. Weißt du, Oliver, ich würde zu gerne mal mit deinem Vertrauten kämpfen. Hä? Geht das denn? Natürlich, dazu musst du lediglich deinen Vertrauten wechseln. Ah, oh, ich liebe meine Vertrauten aber sehr. Ich weiß nicht, ob ich die dir einfach mal geben möchte. Wähle einfach Freunde und Vertraute im Hauptmenü aus. Glaub mir, das ist wirklich ganz einfach. Wähle einen Vertrauten aus, drücke Viereck und lege dann fest, wo er hin soll.
Mach das einfach nur einfach und wir können Vertraute austauschen. Wow, das ist echt super. Ich wusste nicht, dass das geht. Hihihi. Ja, wenn du willst, kannst du auch die Kontrolle über meinen Broiler übernehmen, Oliver. Jeder kann nämlich mit einer bestimmten Art von Vertrauten besonders gut umgehen. Wenn du die richtigen Vertrauten einsetzt, kämpfen diese auch viel besser. Mit welcher Art von Vertrauten du besonders gut auskommst, findest du heraus, wenn du im Hauptmenü Freunde und Vertraute auswählst. Gut. Gut, genug geplappert, ihr beiden. Wir müssen zu diesem Tempel der Prüfung, alles klar? In der Tat. Er liegt nordöstlich von Schimmersand. Ich schlage vor, wir brechen sofort auf. Okay. Okay, dann tun wir das. So, Freunde und Vertraute. Und dann könnte ich jetzt hier Luffy einfach hier unten hinpacken, oder was? Wie soll das gehen? Wechseln. Oh mein Gott, nein. Das sieht grausam aus. Ich möchte sowas nicht tun. Aber deine tolle Rolle darfst du gerne hier einsetzen. Tolle Rolle. Der Angreifer rollt sich zusammen und rast in einen Gegner hinein, verursacht physischen Schaden. Ist super. So, was kannst du so? So, schau mal. Ich habe hier extra Waffen. Schön, dass wir die gekauft haben. So, dann darfst du auch die Bauerntracht bekommen. Ja, dafür habe ich jetzt leider gar nichts. So, die abgenutzte Harfe hat sie. Ja. Gut, hier bekommst du halt einen Riesenzahn, ne? Mehr habe ich jetzt aktuell leider nicht. Tut mir leid. Muss damit erstmal Vorlieb nehmen. Okay, gut. Dann soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.